So, und dann damit willkommen zurück. Wir spielen wieder eine Runde Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, ich möchte das Spiel laden. Gang im zweiten Stock. Gut, das war's für das. Dann gehen wir mal nach da unten. Na, sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Oh, schluchz, schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Ja. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Danke, lieber Draco, dass ich ausrede da. Moment, wie werfe ich das? Ach so, war das. Ja, der liebe Draco, der. Pass auf! Bietet ja dem Harry zu Beginn des Schuljahres die Freundschaft an. Man könnte sich fragen, warum er das tut. Ganz einfach eigentlich. Nämlich der Vater von Draco Malfoy ist der Überzeugung, dass Harry nur überleben konnte, weil er selber ein aufstrebender junger Schwarzmagier ist. Und ja, der Liebe oder Liebe von Malfoy erkauft sich ja durch ihren Reichtum alle möglichen Privilegien. Warum sollte man sich nicht schon relativ früh mit dem vermeintlichen neuen Schwarzmagier verbünden, der oder gutstellen, der eventuell die Welt erobern könnte? Dass es letzten Endes anders kommt, wissen wir ja alle. Harry, hier drüben. Hallo Harry, ich bin's, Hagrid. Schön dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Ich kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Deine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Ja, Tee hört sich doch toll an. Hallo, Romora! Ja. Der Halbriese Rubeus Hagrid. Wobei man sich ja, oder ich mich persönlich dann schon frage, wie funktioniert das? Wie kann eine Riesin mit einem Muggel liiert sein? Percy. Ja, Percy entwickelt sich ja dann zu einem kleinen Stiefellecker des Zaubereiministers. Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Tja, wer von euch kennt denn die Quidditch-Regeln? Schreibt's mir jetzt in die Kommentare. Und wer würde denn gerne mal Quidditch spielen? Der
Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Jo, Hagrid ist übrigens der erste Mensch aus der, oder ja, die erste Person aus der magischen Welt, die sich Harry als solche zu erkennen gibt. So, ne? Eigentlich darf Harry ja auch nicht, Hagrid auch nicht zaubern, weil er von der Schule geflogen ist. Wegen, wie sich später herausstellt, einer falschen Anschuldigung. Komm, gib mir noch mehr von dem Zeug. Genau, wegen einer falschen Anschuldigung eigentlich. Fliegt er von der Schule, sein Zauberstab wird zerbrochen und er bewahrt ihn in seinem rosa Schirmchen auf. Und zaubert damit auch gelegentlich, aber er bittet dann eigentlich Harry immer drum, das auch ja niemandem zu sagen. Ja, und Hagrid hat eine etwas naive Haltung gegenüber Die Dinger sind leider nur betäubt, wenn ich irgendwas sehe. Der Feuerschweif QB. Genau. Eine etwas naive Einstellung gegenüber gefährlichen Wesen. Was ihn aber auf eine gewisse Art und Weise auch zu sympathischen Kräften macht. Na komm schon, bevor die Schnecke raus. Hält sich schon solche Schrecken im Vorgarten. Ja, warum ich jetzt die ganzen Schokosprüche nicht einsammle? Ganz einfach, meine Energie ist voll, was anderes kriegen sie sowieso nicht. Deswegen. Ja, also ich kann da zwar reinlaufen, die einsammeln, aber da die Energie wieder noch voll ist, ist es eigentlich reine Zeitverschwendung. Und wir hören schon freundliche Wesen. So, einmal speichern. Jo. Halt, darf halt nicht in sie reinrennen, ansonsten gibt's keine wirkliche Gefahr. Es gibt später noch größere Varianten. Ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Geheimtür gewesen. Die beißen ja nur nach vorne. Ja, sollte halt aufpassen. Nintendo.
sagen, passiert auch noch was. Ja, Vertibotron, Vertibotron gibt es alle Geschmacksrichtungen, und zwar wirklich alle. Popel, Erbrochenes. Ich finde ja immer noch die Wieselzwinglinge stellen dann später die immer noch die coolsten Süßigkeiten her. Okay. Warum kann ich hier rein? Hier geht's aber nicht durch. Okay. Eine andere Seite vielleicht? Also ja, da würde ich ja nur ein. Mäp. Ja, ich kann denen auch aktuell noch nichts antun. Ich weiß leider gerade auch nicht, was das für Pflanzen sind. Aua, der Doppelzug, das ist tödlich. Ein Teufelsdings kann es nicht sein. Aber warum geht's hier rein? Wäre fast schief gegangen. Auch nur fast. Okay, ich glaube, hier gibt es vielleicht noch was, aber anscheinend nicht. Laufen wir mal weiter. Okay, da ist ein Schokofrosch. Hier ist ein Zug. Das ist blöd. Hier kann ich auch schauen. Ah, so, okay. Haha, ausgedrückt. Okay, da kann ich aufzaubern. Wingardium Leviosa. Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich das schon möchte. Die Frage ist jetzt, wo geht's denn zum Unterricht weiter? Vermutlich dort. Ich guck dann doch erstmal links rein. Eine versteckte Raum. Mal wieder. Ja, Wasser, was das einfach laufen kann. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, den habe ich glaube ich schon. Und es tut mir leid, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Da war auch irgendwo eine Tür, die ich aufzaubern konnte.